little fire. No, aber. Perfekt. Nimm mal Kohle einmal. Müsste eigentlich reichen. So, Temperatur steigt. Weiß gar nicht, ob wir noch genug Wasser haben. Ja gut, das hätte er uns jetzt gesagt. Ja, stimmt, im Bunker können wir kein Feuer machen, ja. Aber da können wir ja durch Schlafen quasi die Temperatur wieder erhöhen. Ich war so schlau und habe nichts Besonderes zu essen mitgenommen. Das war natürlich super. Und wir wissen auch nicht, was uns da erwartet. Was ist noch ein Stück? Hier war ja auch irgendwo dieser Typ, den wir finden mussten, ne? Für das Gemeindezentrum. So, wir sind aufgeladen. Wir können fast wieder los. Danke, Feuertonne. War echt cool. Pass auf, wir machen das auch noch so. Spiel speichern, schnell speichern. Wohl raus hier. Naja, und was uns da oben erwartet, keine Ahnung. Ob da eine Hütte ist, ob da. Ach du heiliger Bimba. Naja. Wir sehen die Richtung. Schon mal ganz gut, bläst uns der Wind in den Rücken. Ich sollte aber beim Wandern noch ein bisschen so an Äste denken, eventuell. Nachher mal, wenn wir eine Zeitung finden, auch mal eine Zeitung mitnehmen. Klopapier ist halt alle. So. Wie viel mehr rechts halten? Wir sind ja schon auf einem guten Weg. Wie gesagt, wenn wir Pech haben, dann haben wir am Fluss wieder so einen Wolfstrigger. Oder halt in der Nähe davon. Wenn wir Glück haben, dann bleibt uns das erspart. Waffe ist ja geladen. Ist auch noch in Ordnung soweit. Und das mit der Karte, es ist so unglaublich geil. Wenn man nur so in den Schnee guckt, dann wird man echt kirre. Ja, war ziemlich cool durch den Kaffeebuff. Kaffeebuff. Durch den Kaffeebuff, so. Ja, das ist echt der Hammer, wie die den Sturm so hinbekommen haben. Das ist schon sehr bedrohlich irgendwie. Man fühlt sich dabei nicht gerade wohl. Sehr schön. Ich musste leider noch mal kurz einen kleinen Umweg machen. Aber das ist Tanne oder Zeder hier. Würde aber 45 Minuten brauchen, denke ich mal. Ah, und ich habe keinen Ball dabei. Dafür liegt es aber hier unten schon rum. Guck dir das an. Dicker Wollpullover, immerhin. Brauchbare Jeans, auch okay. So, das ist der Fluss. Den müssen wir überqueren und dann da zu der Hütte. Uha, da kommen wir also nur da an Land, okay.
Du musst deine Füße nicht spüren, solange sie dich tragen. Jo, fast da. Fast. Ups. Speichelvorgang. Müssen wir dem Abstieg wieder ein bisschen aufpassen. Gehe ich lieber ein bisschen schräg. Oh, so cool. Ja, ist gleich wieder gut. Ah, da, guck. Gerade im Moment, als der Kaffee komplett aufgibt. Hagebutten, die haben wir noch nicht zubereitet. Sollten wir dann eventuell, wenn wir das hier drin können, machen. Und wir haben auch noch keine Lackbowlinge zubereitet. So, schön. Hallo, kleine Hütte. Wo ist denn dein Eingang? Zedernholz. Hütte des Fahnenflüchtigen. Oh, ein Deserteur. Was haben wir denn hier? Lokale Legenden. Der Geisterhirsch. Die von harten Wintern und der Isolation gebeutelten Bewohner des idyllischen Tals suchten oft in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, nach einem legendären Hirsch Ausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern eine besondere Erkenntnis verleihen sollte. Natürlich nur demjenigen, dem es gelang, diese wilde Kreatur zu finden. Ob das rätselhafte Tier selbst oder das friedliche Ausschauhalten nach ihm diese Erkenntnisse hervorrief, ist nicht eindeutig überliefert. Ach, wie geil. Zur Lichtung des Geisterhirsches. Ja, hier noch einen weiteren Weg hat er wohl nicht für mich. War geil. Hier raus, hier rüber, dann... So. Ich sollte hier doch eigentlich nach einem, irgendwas aus der Kirche oder so, ne? This stuff will come in handy. Nee. Nehmen wir auch mit. Haben wir eben verbraucht. Nicht zugestellter Brief. Liebes Cindy, was nun, mein Schatz? Kein Bargeld und auch nichts in Aussicht. Ich musste etwas unternehmen. Alle sind weg. Ich weiß nicht, wie das hier ausgehen wird, aber du... Aber so oder so, tut es mir leid. Das Ding ist oben im Abhang, im leeren Keller. Vielleicht können wir es ja gegen den Weg hier, was? Gegen einen Weg hier raus eintauschen. Okay. Was für ein Ding? Was für ein Hügel? Ach, da oben. Das Kirchenartefakt. Ach, Scheibenglas. Echt da oben. Nee. Laut Pater Thomas, dem örtlichen Pfarrer, wurde das aus einer Kirche in Thomsons Wiekreuz gestohlene Artefakt vor Jahrzehnten von einem prominenten lokalen Landbesitzer an die Gemeinde gestiftet. Sein finanzieller Wert ist zwar nicht beträchtlich, aber gerade für die Mitglieder unserer Kirche hat es einen hohen spirituellen Wert, ne? Ja. Ja doch, Kadaver. Wir müssen da hoch. Ich will da nicht hoch. Hundefutter, ziemlich gut. Können wir was essen? Sonst gibt's hier nichts und leider auch keinen Ofen. Ist ein bisschen blöd, aber macht nichts. Wir werden jetzt erstmal 3 Stunden pennen. Dadurch wärmen wir auf, regenerieren ein bisschen was. A little bit regenerating. Und dann können wir was essen. Wir haben doch Hundefutter gefunden, ne?
Mir wäre es zwar lieber, wir könnten wieder mit einem Wärmebuff losziehen, aber ich glaube, das wird nichts, ne? Ja, jetzt werden wir auch zu wenig Wasser haben für einen Kaffee oder so. Macht nichts. Wir brechen auf. Wir machen aber trotzdem mal ein kleines Späch. 10 Minuten darf ich noch zocken. Aha, okay. Ja. Machen wir mal 20 draus. Aber cool, für die nächsten Male haben wir dann auch schon wieder einige Aufgaben. Und das alles noch hier in dem idyllischen Tal. Das macht mich schon so ein bisschen happy. Na, jetzt die Frage, wie kommen wir denn da am besten hin? Hintenrum Flugzeug oder hier rum? Wir probieren mal den direkten Weg, aber ich glaube nicht, dass der hinhaut. Was soll's? Ah! Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, die Lackbräulinge herzustellen, aber wir konnten ja gar keine herstellen. So, da werden wir nicht hochkommen. Okay. Müssen wir hier drumherum irgendwie. Wir könnten uns hier in irgendeiner abgelegenen Ecke, in der es windstill ist, ein kleines Feuerchen entfachen und den Kaffeeboost noch mitnehmen. Aber ganz ehrlich, wir gucken jetzt mal nach dem Artefakt. Nur dummerweise geht es hier runter statt rauf. Aber das ist ja immer so, ne? Es geht immer erst bergab und es wird immer erst schlimmer. Ja, 80% getragene Baumwollmütze, okay. Hier wäre eventuell eine windstille Ecke, hätte ich gedacht, aber falsch gedacht, alter Mann, falsch gedacht. Also genau genommen ist das doch hier der Weg zur Absturzstelle. Hier ist windstill gewesen. Haben, kommen wir hier wirklich nur so eine komische Sackgasse. Ja, ich glaube, das hast du während unserer gesamten Spielstunden schon ein paar Mal erwähnt. Oh, was haben wir denn noch hier? Da haben wir sogar schon reingeschaut. Naja, wenn uns das zum Gipfel führt, dann gehen wir mal hier drüber, ne? Wir müssen echt rum an dem Flugzeugabsturzstelle vorbei. Ja, vielleicht werden wir sogar noch ein bisschen essen. Wir haben auch noch ein bisschen Platz. Also 7 Kilo haben wir locker. Weil rein theoretisch können wir uns auch einen Unterstand bauen, aber das geht hier gar nicht. Das gibt es nur im Survival. Oh, jetzt haben wir hier eigentlich die Absturzstelle erreicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Aber da sind wir nie hingekommen, oder? Also jetzt nicht, dass ich bewusst wüsste. Hier bestimmt jetzt gleich durch den Berg. So ein Glitch, so ein Bug und dann tot.
kenne das doch. Jo, viel Spaß beim Dampfen. Ich wäre froh, ich könnte auch wieder dampfen, aber wie gesagt, da muss jetzt neue Watte rein. Das kann man so nicht mehr dampfen. Bäh. Ja, fuck. Wie kommen wir denn da hin? Wie gesagt, hier ist die Absturzstelle. Aber ist das jetzt das obere Ende, wo wir nie hingekommen sind, oder? Nö. Ach, guck mal. Cool. Wir müssen definitiv hier hin, aber hier geht's nicht lang. Ba, 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 ba. Müssen wir uns echt unten rumschleichen. Probieren wir es nochmal. Hier haben wir schon mal ein paar Sachen hingelegt. Ich wüsste nicht, wie ich da hinkomme, du. Aber wir werden sehen. Oh, jetzt weiß ich, was ich mit der Stelle meinte, wo wir nicht weiterkommen. Aber hier kommen wir drüber, okay. Nee, das hat alles keinen Sinn. Mist. Mist, 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 Mist. Das ist ja mal wieder Kacke. Wie soll man denn da hinkommen? Hätten wir jetzt echt da unten rumgemusst? Ich lade gleich neu. Aber zuerst schaue ich, ob wir hier, ne, rund und so, vielleicht haben wir doch noch irgendwie das Glück, irgendeinen Weg zu finden. Vielleicht habe ich nur irgendwas übersehen, wieder mal wie immer. Hier vielleicht hoch, das könnte ja sogar so gehen, eventuell. Ne. Eventuell so ein abgeknickter Baum, der hier rübergefallen ist, an dem wir hoch, also ne, dann von der Seite hier hoch und dann darüber, aber hier geht ja auch nichts. Quasi rein gar nichts. Da der Weg, ist das ein Weg? Das könnte einer sein. Na. Wieder falsche Versprechungen. Das ist so gemein. Ui. Ja, ich schaue bei den Birken immer, ob es da irgendwie diese Birkenrinde gibt. Die sollten wir zubereiten. So, dann mal wieder über den Baumstamm hier. Also wirklich komplett der Weg zurück. Das ist echt doof. So, hier kommen wir auch nicht drüber. Entschuldigung.
Ja, das ist doch echt für ein Purpose. Mensch. Ja, und hier rum geht auch nicht. Also ich meine, das wäre ja dann... Hallo? Naja, müssten wir denn höchstwahrscheinlich, ne? Ah, ergo machen wir das anders. Wir machen das nächste Mal und laden dann da ja sowieso neu. Wie komme ich denn hier runter? Aber noch haben wir ein paar Minuten. Also von daher gehen wir mal noch nicht ganz auf. Aber schon mal so halb. Gerade bei dem Wetter. Ja, willkommen zurück, Weiser Kadaver. In den letzten 8-9 Minuten. Ich bin jetzt hier den kompletten Weg wieder zurückgelatscht, ne, weil ging nicht anders. Und ich denke, wir müssen original... Weil hier kommen wir halt nicht mehr zurück. Das ist blockiert und da müssen wir halt immer einen speziellen Weg gehen. Aber das gehört nun mal dazu. Wie sieht's aus? Ja, geht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie vorher kurz abzweigt und wir irgendwo lang können, aber das hier können wir nicht erklimmen. Bam. Und da wir ja so eine unglaubliche Weitsicht haben. Naja. Ist mir im Moment auch Wurst, ob wir das jetzt noch schaffen oder nicht. So wissen wir aber dann wenigstens beim nächsten Start, wenn wir dann das hier noch offen haben, dass wir da in die andere Richtung müssen. Da hätten wir nämlich noch locker einen ganz anderen Weg nehmen können. Alter. Ja. Oh, was? Achso. Das sollten wir eigentlich behandeln können. Ah, hat nicht geklappt, ja. Verschauchtes Handgelenk, Schmerzen, Unterkühlung. Na ja, gut. Oh, wir sind auch noch nass dazu. Mir gar nicht aufgefallen. Schon wieder wirkungslos. Wie viel will die sich denn reinpfeifen? Nee, das läuft nicht. Noch den gesamten Weg. Wir schicken sie jetzt mit verstauchtem Knöchel und kaputtem Handgelenk einfach mal den Weg, um ihn auszutesten. Und wie gesagt, also dann machen wir gleich Feierabend. Lassen das so, wie es ist. Starten dann halt mit dem Safe Game und laufen dann wenigstens in die richtige Richtung. Bei dem Wetter ist halt die falsche Richtung nicht nur nervig, sondern auch tödlich, also ich meine. Alter. Ja, das ist schon krass. Wie gut die vorankommt, ne? Hier mit verstauchtem Knöchel und kaputtem Handgelenk, die fliegt ja quasi. Sonst immer nur so stampf.
Jetzt lass doch mal schauen. Wir kommen nämlich auch in dem Felsen nicht vorbei. Wir müssen auch hier rum. Guck dir das an. Alter. Also sind wir komplett falsch gelaufen. Naja. So ist das, ne? Wir müssten also quasi komplett zurück, rundherum, um das ganze Ding da irgendwie. Alter. Was? Alt? Wir haben doch eben schnell gespeichert. Alter. Wo waren denn 17 Minuten? Ah, das war hier. Okay, da habe ich ja jetzt einmal noch mal Schweineglück gehabt hier. Schweineglück. Gut, wir wissen Bescheid, wie wir das machen. Würde ich sagen, speichern wir, machen wir Feierabend und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Wie gesagt, also wenn ich noch wach bin, werde ich um 0 Uhr mit Death Stranding beginnen und dann schauen wir einfach mal. Hey, war eine coole Runde. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Yo, Kadaver. Danke. Ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen und am Wochenende irgendwie. Wir werden mal schauen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Eventuell um 0 Uhr Death Stranding. Und dann würde ich sagen, danke und tschüss.